Es gibt ein Tier, das Enhydris genannt wird. Es hat die Gestalt eines Hundes. Es ist ein Feind des Krokodils. Wenn das Krokodil schläft, hat es das Maul offen. Da schleicht sich der Enhydris herbei und schmiert seinen Körper ganz mit Lehm ein. Und wenn der Lehm getrocknet ist, springt er in das Maul des Krokodils und zerkratzt ihm den Schlund und frisst seine Eingeweide. Deutung: Es gleicht nun das Krokodil dem Teufel, der Enhydris ist der Person unseres Heilandes zu vergleichen. Denn unser Herr Jesus Christus hat zum Leben das irdene Fleisch angenommen, ist in die Hölle hinabgestiegen und hat die Schmerzen des Todes aufgelöst, nachdem er denen in Fesseln gesagt hatte: Kommt heraus, und denen in der Finsternis werdet hell. Und am dritten Tage erstand er von den Toten. Und wieder sagt der Apostel: Wo ist Tod dein Stachel? Wo Hölle dein Sieg? Und er stieg herauf am dritten Tage von den Toten.